Der Frühling kommt. Nicht nur zeugen erste Frühblüher davon, sondern auch die Neuankömmlinge im Tierpark Gera. Im überdachten Bauernhof sind die noch jungen Tiere geschützt. Die Kaninchen und Zieglein bleiben noch einige Wochen im Unterschlupf. Tierpfleger Steffen Horn erklärt uns, welche Tierbabys schon da sind und welche noch erwartet werden. In diesem Jahr haben wir noch nicht so viele Jungtiere. Unser erstes Jungtier ist am 4. Januar geboren, das ist bei den Zwergseitenäffchen. Und ebenfalls im Januar haben wir 4-mal Nachwuchs bei den Rhönschafen gekriegt und gestern den ersten Nachwuchs bei den bulgarischen Langerziegen. Und bis Ostern hoffen wir doch, dass wir noch reichlich Nachwuchs bei Kaninchen, Minischweinen und Zwergziegen bekommen. Wir hoffen in diesem Jahr auch auf Osterküken, was wir ja in jedem Jahr zu Ostern präsentieren können. Aber dadurch, dass die Alttiere momentan alle eingesperrt sind, wissen wir noch nicht so genau, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Die legen momentan schlecht und demzufolge kommen dann auch keine Küken ohne Eier. Durch die Vogelgrippe sind die doch jetzt eingesperrt, ne? Und dadurch, die Hühner legen halt nicht, sind halt die trotzdem einfach. Muss sein. Ja, im Bauernhof haben wir schon die ersten jungen Kaninchen und der Nachwuchs von Rhönschafen. In diesem Jahr ist es so, dass wir mit den Krähen große Probleme haben, welche uns auch die Lämmer wegholen würden. Einige Probleme gibt es trotzdem. So machen Krähen den Neugeborenen zu schaffen. Einer der Gründe, warum sie überdacht und geschützt werden müssen. Außerdem gibt es wenig Nachwuchs bei den Enten, Hühnern und Gänsen. Durch die Vogelgrippe und die Gefahr der Ansteckung müssen die gefiederten Bewohner des Waldzoos eingesperrt bleiben. Nichtsdestotrotz können jetzt schon die Kleinsten im Zoo bestaunt werden. Am Tag der offenen Tür bei Acceptance e.V. Gera am 3. und 4. März. Gab es nicht nur was für die Erwachsenen, sondern auch für die Kinder. Zum Beispiel Musik und Kinderschminken. Für gute Stimmung sorgt er nicht nur das schmackhafte Essen, sondern auch das Showprogramm. Und das gemeinsame Tanzen. Bei einer Führung durch das Gebäude von Acceptance e.V. Gera sieht man das Café, die Unterrichtsräume, das Außengeländer und die Büros. Bundesfreiwilliger aus Syrien ist begeistert von seiner Arbeit bei Acceptance. Ich arbeite bei Bundesfreiwilligendienst seit einem Jahr, 7 Monaten, bei Acceptance e.V. Gera. Und das macht mir Spaß. Oberbürgermeisterin Fühler-Hahn berichtet von der gelungenen Kooperation Euroschule Acceptance. Sehr geehrte Vertreter der Presse, liebe Gäste. Heute und morgen haben Sie alle zum Kennenlernen Ihrer beiden Einrichtungen hierher eingeladen. Des Vereins Acceptance e.V. und der Euroschule. Und das unter dem Motto, große Taten können wir nicht vollbringen, aber kleine mit viel Liebe. Steve Richter, Geschäftsführer bei Acceptance e.V. Er stellt die verschiedenen Angebote vor, darunter das Beratungsbüro, die Kleiderkammer, das Begegnungscafé, die Durchkurse und das Kinderzimmer für Kinder, die keinen Kindergartenplatz bekommen haben. Im Sommer wird in der Kleingartenanlage der sogenannte Integrationsgarten geöffnet. Ein Deutschkurs für geflüchtete Menschen, die in Gera sind und noch keinen Sprachkurs haben.
Bei uns lernen sie die ersten Worte Deutsch und sich in Deutschland zurechtzufinden. Der Tag der offenen Tür war gut, Besuch zu Gast war, zum Beispiel der tunesische Botschafter. Er bedankte sich für die Einladung und die geleistete Arbeit. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern im Verein Akzeptanz e.V. und bei Frau Bosa-Bentaler.